Auf jeden Fall. Die Nacht dunkler stellen. Glaub nicht, dass ich das mit irgendeinem Plugin kann, nein. Du kannst ja ich kann hier ein Blindness geben, genau. Aber das war's dann auch schon. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Blindness. Mm. Aber Blindness, Alter. Blindness ist schon ein bisschen anders. Vor allem, wenn ich dann unten in meiner Höhle bin. Oder beziehungsweise ja, in meinem Home. Und da ist alles ausgeleuchtet und ich habe trotzdem Blindness. Toll. Ja. Blindness 0,1. Ja, genau. Hä, geht das nicht? Ah. Hä, vor, dass ich jetzt immer gedacht, das geht. Voll sagen, geht das nicht? Mault jetzt. Ah, was wollte ich jetzt machen? Bücherregale. Aber wir haben gar nicht so ultra viel Holz. Von da, weil nimmt immer die Bäume da bei uns abfahren. Ich hab sie vorhin mal abgebaut. Ich wusste auch irgendwo da ab, aber irgendwie wachsen die schneller nach. Zu wenig Holz, ohne Spaß. Ja, wir benötigen sie halt auch immer für Sticks. Deswegen repariere ich meine Werkzeuge meistens schon. Ciao, Night Army. Das spart man sich schon. Also ich mach mal zwei Bücherregale noch. So. Hölle ja. Achievement vor. So, ich geh jetzt auch mal wieder home. Bam. Bam, ich bin home. Voll das Inventar. Oh cool, alles rausnehmen. Da ist momentan nichts drin. Das mach ich nur, wenn ich in Game Mode gehe. Oder so. Wenn du in Game Mode gehst? Ja. Dann lege ich das Zeug ab. Was habe ich hier? Efficiency und Unbreaking 2. Folas hat einen Game Mode. Was ein Game Mode? Ja. Aha. So ist die Game Mode. Nur halt mehr gay. Ja. Soll ich eigentlich eine Eisenspitzhacke mit Unbreaking 2 machen? Hau das da Glaubst du nicht zuerst die Dia picke? Weil wir die eh so gut wie nie benutzen werden momentan. Also ich kann es nicht ab, wenn die zwei Mushrooms an verschiedenen Stellen sind. wenn die nicht direkt nebeneinander liegen, wenn ich das immer sehe, dann krieg ich einen Kopf. Das ist einfach echt übel, Mann. Jetzt mein OCD. Und ich krieg Unbreaking 2. Naja, okay. Da hat's ja, Gorm, da hat's noch ein Serpent dazwischen, das ist dir bewusst, gell? So. Ich mach jetzt hier mal. Ah, wobei, da brauche ich meine Eisenspitzhacke nicht zu. Aber wozu hab ich sie dann denn? Oh Mann! Jetzt habe ich extra nochmal nachgeguckt, so dann. Kannst du eigentlich verzauberte Sachen reparieren, ohne dass sie den Schaden. Nee, noch lange nicht. Okay. Aber du darfst mir gern helfen, meinen Enchantment hochzubekommen. Was hast du eigentlich von meinem automatischen Ofen, Alter? So, der ist super, ich hab den vorhin schon gelobt. Der ist echt super. Golem, gell, das weißt du, wenn du hier auf der Seite noch einen Hopper mehr machen würdest, dass dann da das ins untere Fach geht, das weißt du. Also das Fuel rein. Ja. Hm. Ja, wenn du der von der Seite geht das unten rein, also zum Beispiel. Also wäre hier. Lava-Eimer oder Kohle. Aber dann verbrennt uns immer zu viel Kohle für nix. Dann wirft jemand irgendwie ein Chicken rein oder sowas. Geht eine ganze Kohle. Aber vor. Einfach, dass das mehr einfach das aus der Info war, das ist. Ja. Ich gehe jetzt mal wird Lava holen. Und ich gehe gerade ein bisschen eine neue Farm für mich aufmachen. Also eine neue Mine. Weil die andere, die ist schon so verwinkelt und durcheinander, dass ich da nicht mehr zurecht finde. Oh, es ist gerade hell. Ich trau mich. Irgendwo hier ums Haus hat es immer noch eine Hexe, gell? Kill it with fire! Ach, Flo. Das wäre echt fast schon sinnvoll zu sagen, dass von uns nicht immer jeder sein Zeugs repariert selber, sondern dass einer alles repariert. Dass einer alles repariert, aber wer ist denn am meisten on? Du? Das ist das nächste, ja. Gut, dann repariert halt jeder sein eigenes Zeugs. Ja, werden wir nicht drum rumkommen, wirklich. Ja. Meine Augen! Mein Gott. Mein Penis. Der ist schon wieder viel zu groß. Der ist immer im Weg. Penis, irgendwo in irgendeinem Land hat sich einer beschwert, dass er keine Krankenkassengelder bekommt für seinen 30 cm großen Penis. Oh mein Gott. Und ist er damit durchgekommen? Nein, sie zahlen immer noch nichts. Ah. Das war schon. Das war schon. Was für ein
Was denn für was? Schon schlimm. Lebendes Leben sein, wenn man 30 cm großen Penis hat. Ich meine, irgendwann ist es vielleicht wirklich nervig. Ja, der hängt immer unten raus da. Und wenn er eine kurze Hose anhat. Das ist schon wie scheiße. Ja. Was ist denn eigentlich momentan dein Mining-Skill? Oh fuck, meine Torches. 100 irgendwas. Echt? Ich hab 57, wow. Was heißt das? Wenn du willst, kannst du auch mal noch einen Lava-Eimer hochbringen. Ich bin gerade schon dabei. Oh, okay. Weil da gerade 20 Eisen im Ofen liegt, das nicht brennt. Ja, ich bin schon. Oh dabei. Nein, ah, Enderman! Ah, you fucking what? Los, Alter, der hat ja Speed! Leg mich am Arsch! Ich bin hier sicher. Oh mein Gott, ist gut. Creepy, geh weg! Komm, sei lieb. Ich hab dich auch lieb. Wir haben uns alle lieb. Es wurde lieb explodiert. Nimm doch wenigstens deine Faust und nicht irgendeinen Block. Hey, ich hab ein Schwert. Achso. Aha. Fucking Idiot. Tod! Hat er wenigstens das kurz droppt? Nee! Oh, den Hurensohn. Boah, mit Speed gehen die ab, Alter. Also Slimes mit Speed sind das übelst. Ich hab gar nicht gedacht, dass das irgendwas bringt, aber Alter, Slimes mit Speed sind übel. Ja, aber die kleinen Slimes machen ja gar nichts. Ja, aber die großen und wenn sie dann... Die springen auch noch ein bisschen weiter. Ja, die springen weiter und schneller und die ganze Zeit zack, 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 zack. Da komm ich gar nicht hinterher, Alter. Das ist übel. Übel fies. Also ich würde mal Wolle auch als Mob drauf zählen, ganz ehrlich. Oh, yeah. Ordne das noch ein bisschen schön ein, das wäre super. Repair Skill increased. Warum hat sich mein Repair Skill jetzt increased? I didn't even do shit. Keine Ahnung. Wieso haben wir eigentlich nur ein einziges Bett? Wer schläft hier überhaupt? Niemand. Ich würde an deiner Stelle selber übrigens mal /sethome eingeben, dass du hier wieder spawnst. Aber stimmt. Kann ich eigentlich mein altes Home deleten mit /delhome? Ja. Gut. Ja, kannst du. /delhome. Wo war ich jetzt standen geblieben, Alter? Hä? /delhome? Column 453. Ich glaube, es reicht, wenn du nur /delhome eingibst. I think. /sethome. Home set to current location. Ja. So, great. Okay. So. Aber. Ich mal hier ein bisschen. Ich habe übrigens Repair Skill gerade mal Level 18. Sweet. Ah ja, genau, ich war bei Torches. Herrgott, zack. Ah, und wir haben fast schon einen Stack voll Kohle. Geil, das heißt, ich kann mir jetzt einiges an Torches machen. Awesome! So, 40 Torches sollen wir wieder für eine Weile reichen. Aber da kann man jetzt geile Sachen enchanten. Das Problem ist, wenn ich jetzt meine Eisenspitzhacke enchant und sie dann später repariere, ist das Enchanten drunter. Ja! Schon, aber wir haben ja trotzdem eine gemacht mit Unbreaking 2. Ja, ich glaube, ich hau das auch drauf und dann repariere ich sie halt und gehe ich halt das Risiko ein, dass es runtergeht. Weiß gar nicht, können wir uns schon eine volle Eisenrüstung für irgendjemanden machen, die wir dann vielleicht verzaubern? Ach fuck. Oh, ich hab sogar Unbreaking und Efficiency. You the real MVP. Ah ja, apropos Folos, was ich dir noch sagen wollte, in Ork haben sie jetzt auch noch eine Dings, so eine Eskimo-Rüstung, also halt so eine Pelzmützen. Wie soll man das sagen? Ja, so eine Pelz-Rüstung. Ja, so eine Anti-Kälte, also mit so Kapuze und ja. Sie ist halt wie so ein Eskimo, okay. So gegen die Kälte, weil sie jetzt in ein Winterbiom adden, oder? Ja, und allgemein, weil man immer überall friert. Ja, Golem, es kommt jetzt in den nächsten Update, es gibt ja ein riesen Update in nächster Zeit mit, gibt es ein Winterbiom und ein Sumpfbiom und im Sumpfbiom gibt es dann so Riesenfrösche, die Libellen werden, glaube ich, dahin versetzt und im Winterbiom gibt es halt Elche und Wölfe. Aktuell noch. Also sie machen jetzt eben, es gibt jetzt einen riesen Update. Ich weiß nicht, ob es schon gekommen ist oder ob es noch kommt, aber ich glaube, sagt er, es kommt. Was? Noch. Was macht hier unten ein Slime? Gut, what did you do in here? Gut, sehr gut, dass da einer war. Dann haben wir mal wieder zwei Slimeballs. Wenn man Slimeballs braucht, echt eigentlich mal nur so 10 Stück überhaupt im ganzen Spiel. In deiner ganzen Spielzeit. Aber du machst schon mal irgendwann was groß mit Redstone und so, aber. Who does that shit? Ja gut, wir können vielleicht dann unseren Enchantment-Table ein bisschen modifizieren, dass man die Level ein bisschen einstellen kann. Ja, das zumindest können wir mal irgendwann mal machen, wenn wir dann... Hm. Ich meine, solche Pistons kosten auch einen Eisenblock jeweils. Keine Ahnung, Recipe Piston...
Ich meine ein Ingot, meine ich. Base? Nein. Ach, keine Ahnung, egal. Ein Ingot in der Mitte, ein Redstone drunter, links und rechts Stein, Cobblestone und die oberste Reihe Holz. Hm. Pretty sure, dass so war. Ja, irgend sowas war's. Warum mache ich jetzt hier eigentlich gerade Redstone mit meinem normalen Stein? Spitzhacke weg, das geht doch mal. Das funktioniert nicht mal. Ich meine, gut, es baut schon ab, aber ist doch halt nicht. Ja, ich kann nebenher noch einen Moment, fällt mir gerade auf. Ich bin halt Standard Sonntag verplant halt. Ja, ja. So der typische Sonntag, so voll verschlafen und voll, keine Ahnung, im Arsch. Nicht auf der Höhe. Ja, genauso wie am Montag halt und am Dienstag. Ja, so. Ja, am Wochen habe ich. Außer am Geschichte. Samstagabend, aber da ist schon der meistens betrunken und dann ist man auch nicht mehr auf der Höhe. Was musstest du jetzt eigentlich letzte Woche auch am Samstag arbeiten? Du musst doch auch arbeiten, gell? Ja, ja, nicht? Aber nicht wirklich lang. Ja, ja. Ja, ich war auch nicht wirklich lang. Bei uns war es so, bis 12 Uhr oder sowas. Ich habe bis 2 gearbeitet. Ja. Ah ja, was ich noch erzählen wollte, ist, ich war ja jetzt am Freitag auf Testflug, oder? Ja. Mit dem Flugzeug, da waren wir nach Hamburg hochgeflogen und nachher waren wir in Stuttgart gelandet und dann wieder zurück nach Zürich. Ja. Ja, ich war in Stuttgart, sozusagen. Geht's jetzt? Ja, aber es war ja nicht eine normale Landung, es war so nur so eine. Er hat den Boden berührt und gleich wieder Gas gegeben, Landung, so eine Touch-and-Go-Landung. Kennst du vielleicht? Naja, klar, wir kennen uns da voll aus, die können voll. Ja. Ja, ich weiß, was er damit sagen will, aber ja, wirklich gesehen ja. Oder warum man das so überhaupt quasi, macht, weiß ich nicht. Sogar also, kurz anhalten und wieder weiterfliegen. Nein, nein, er landet, also er setzt halt auf der Piste auf, aber wenn halt irgendein Problem kommt, zum Beispiel, es rennt irgendwas auf die Piste ist blockiert, dann gibt er halt wieder Gas und startet wieder durch. Oh, okay. Das war ein Test, den ich machen musste mit dem Flugzeug. Okay. Also das passiert eben, wenn was auf der Piste ist oder der Wind zu stark wird und das Flugzeug davon drücken, also von der Piste drücken würde bei der Landung und alles, dann gibt er wieder Gas. Okay. Also dass du einfach weißt, wieso man das überhaupt tut. Das klang ein bisschen sinnfrei. Zum Beispiel, es gibt ja auch beim Flugzeug, beim Start, sogenanntes, wie nennt man das, V1. V1. Das ist ein Punkt des Flugzeugs, da hat es eine Geschwindigkeit und die Piste ist zu kurz, da muss das Flugzeug starten und egal welche Bedingung, weil die Piste zu kurz ist, zum mit dem Bremsen. Also, ja. Flugzeug jetzt Feuer fängt, muss es trotzdem durchstarten, weil es kann nicht mehr zu stehen bleiben. Mhm. Ja. Ja gut, gehen. Klar, ansonsten. Eben, sonst fährt er uns Zeug raus da. Ja. Das sogenannte V1-Punkt, was man. Wenn man irgendwas davon hört, V1 oder so, keine Ahnung, dann wisst ihr jetzt wieso, was das ist. Super! Oh shit, meine Spitzhacke geht schon wieder an den Arsch. Ich benutze jetzt meine verzauberte Eisenspitzhacke und Ende. Achso, ich wollte hier. Oh. Ich wollte hier eigentlich buddeln. Aber ich will meinen Cobblestone nicht hergeben. Mann! Ist gut. Jetzt habe ich immer schon Lava und Wassereimer mit mir am Tragen. Immer Lava-Eimer für die Ärzte, die ich finde, dass ich sie nachher gleich schmelzen kann und Wassereimer für gegen Mobs. Um sie wegzudrücken. Easy. Ach so, nein, ich kann es dir übrigens auch bloß empfehlen, Wassereimer mit dir rumzutragen, weil die Mobs drückt sie im Wasser weg. Ja, und die sind im Wasser nicht schnell. Found a Diamond! Diamond! Ah ja, Diamond hast du eigentlich auf den normalen Rad gelassen, als wenn du ein Diamond. Nein! Nee! Okay. Sicher nicht. Sonst würden wir hier doch schon alle mit längst mit Diamond-Spitzhacke rumrennen. Also, das wäre Diamond plötzlich das Nutzloseste, also das so das am häufigsten. Ja. Das wäre auch witzig, so, du hast so, oh, ein Diamond. Das, wenn ein Cobblestone wichtiger wird, als ein Diamond. Wir haben noch nicht mal in Betracht gezogen, in den Nether zu gehen. Die Mobs sind nämlich auch stärker. Und was willst du auch im Nether? Ja, gut. Was für ein guter Anlass gibt's denn bitte in den Nether zu gehen? Für die Tränke braucht man die Warzen, gell? Ja, und die Tränke können uns auch so gut leisten. wobei. Die Tränke würden vielleicht schon ein bisschen was helfen. Es gibt doch einen vollen Grund, in den Nether zu gehen, nicht? Ich hab gar nie so, wenn du so
Es gibt Quarz, es gibt Blazes, es gibt... Stimmt.